Hey Leute, heute gibt es wieder ein Tag-Video. Ich bin von der Kitty Cupcake, beziehungsweise auf ihrem Zweitkanal heißt sie, wobei ich glaube, damals war es ihr Erstkanal, aber jetzt ist es, glaube ich, ihr Zweitkanal. Vom Glitzerfrettchen bin ich getaggt worden, und zwar geht es um den Kindheitstag. Und wo habe ich die Fragen? Hier habe ich die Fragen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Die erste Frage ist mein Lieblingsgetränk aus der Kindheit. Und ich hatte keine, also. Hatte ich eins? Also nicht wirklich, weil ich habe eigentlich immer nur Wasser getrunken, wenn ich ehrlich sein soll. Also Wasser mit Kohlensäure, das mochte ich eigentlich am liebsten. Aber damit möglichst viel Kohlensäure, damit das so richtig schön in den Augen wehtut. Nee, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel sowas wie Fanta, Cola oder irgendwas dergleichen, das mochte ich. Was heißt, nee, doch, ich mochte es nie, weil ich es einfach zu süß fand. Ich fand es immer so eklig, wenn ich irgendwie so andere Kinder gesehen habe, die haben irgendwas Süßes gegessen und dann irgendwie noch ein bisschen Cola hinterhergekippt oder Fanta und ich so, hä, das ist voll abartig, das, nee. Also gut, klar, irgendwie was wie Kakao fand ich vielleicht ganz nett morgens oder ich weiß auch im Kindergarten gab es mal einen, ich habe ihn Gummibärchentee genannt, weil er nach Gummibärchen geschmeckt hat, aber es war kein Gummibärchentee und ich glaube, es war auch nicht mal richtiger Tee, ich wette, das war irgendwie so Teegranulat oder irgendwie sowas halt. Und das war. Ja, was habe ich auch, glaube ich, nur einmal in meiner ganzen Kindheit getrunken. Aber ich fand es geil. Ich weiß bis heute noch, wie es schmeckt. Aber eigentlich habe ich immer nur Wasser getrunken. Also total unspektakulär. Mein Lieblingsessen. Hatte ich eins? Oh, was ich. Kommt das später noch? Nee, okay. Lieblingsessen. Also da kommt nämlich jetzt. Kommt nicht irgendwie von wegen Lieblingssüßigkeit an, was ich total geil fand, war. Von Dr. Oetker, der Kokoskuchen. Oh mein Gott, der war so gut. Das war so Kokosboden, dazwischen Kokosflocken, also so, weiß nicht, so eine richtig schöne dicke Schicht, so wie bei Bounty. Und dann nochmal so Kokoskuchen und dann oben noch. Oh, das war gut. Den haben sie leider aus dem Sortiment genommen. Das finde ich echt scheiße. Also den fand ich echt grandios, aber so richtig an Essen. Die Frühlingsrollen von meiner Mama, aber die liebe ich bis heute noch. Die sind echt verdammt gut. Und das sagt auch wirklich jeder, der die irgendwie bisher mal probiert hat. Die sind der Hammer. Ansonsten, boah, auch die Garnelen, die sie macht, liebe ich auch total. Keine Ahnung, die sind zwar irgendwie total simpel in der Pfanne angebraten und dann sind da aber noch irgendwelche Gewürze drin, dadurch wird das irgendwie total geil und dazu noch Reis. Absolut, ich glaube, das war echt, doch, ja. Und Scholle, also der Fisch, den habe ich auch total gerne gegessen. Also den habe ich auch total geliebt als kleines Kind. Bis ich irgendwann mal, weiß ich nicht, ich habe mir irgendwie mal den Magen verdorben, hatte aber, also vielleicht auch mit dem Fisch, vielleicht war der nicht gut, musste danach kotzen, danach mochte ich den nicht mehr essen. Keine Ahnung wieso, aber ich glaube, das war irgendwie ein voll das traumatische Erlebnis für mich und seitdem habe ich den auch, glaube ich, nicht mehr gegessen. Nee. Aber davor. Echt nice. Fand ich echt gut. Mein Lieblingsspielzeug. Oh, wie cool. Was war mein Lieblingsspielzeug? Oh mein Gott. Hatte ich ein Scheiße, Lieblingsspielzeug. Also Lego habe ich zum Beispiel sehr geliebt. Das weiß ich noch. Also ich hatte eine Ritterburg. Also die war auch richtig groß. Also keine Ahnung, mit unfassbar vielen Teilen und keine Ahnung. Die fand ich richtig klasse. Aber war das. Das war aber nicht unbedingt, weiß ich nicht. Also doch, also die fand ich schon sehr geil. Meine Kuscheltiere fand ich sehr toll. Ich hatte unfassbar viele Beanie Babies. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die haben so ein rotes Herzchen am Ohr meistens irgendwie so, so dran gemacht. Und die hatten dann immer noch so einen Namen und so. Und ich hatte da. Ich glaube, drei Hasen, aber es waren dann aber die großen, diese Beanie Buddies, die fand ich auch viel, viel toller, weil die halt so längeres Fell hatten, im Gegensatz zu den Beanie Babys. Hatte da drei Hasen, das war ein grüner, den habe ich so sehr geliebt, dass sein Fell nachher total verfilzt war, weil ich den immer die ganze Zeit geknuddelt habe. Dann sah er aber nicht mal so hübsch aus, hatte mir dann später noch zwei andere gekauft, einen hellblauen und einen, der hatte so ganz viele Farben, so, aber so ein Pastell, so Pastellgelb und Grün und Rosa und Lila und so. Da meinte damals noch der Vater von einer guten Freundin von wegen, ja, dein Hase ist wohl mehrere Farbtöpfe gefallen, aber das ist er nicht. Aber die fand ich halt richtig toll. Aber die habe ich dann auch gar nicht mehr geknuddelt oder angefasst. Die habe ich immer nur hübsch irgendwo hingestellt, weil ich nicht wollte, dass deren Fell halt irgendwie so verfilzt. Das war schon große Klasse. Ansonsten.
kann ich mich irgendwie an nichts Großartiges erinnern. Ich habe selbst immer viel gebastelt. Das habe ich immer total gerne gemacht. Also, ich weiß auch, wie mein Vater immer total viel Pappe von der Arbeit irgendwie mitgebracht hat. Oder das waren solche komischen Kärtchen, ich weiß auch nicht genau. Und ich habe die dann immer zusammengeklebt und habe mir dann, wie soll ich sagen, so kleine Zimmerchen gebaut. Und in den Zimmern, weiß ich nicht, ich habe mir dann irgendwie eine Figur ausgesucht. Also, ich weiß auch zum Beispiel eine, das war aus Digimon. Und die hatte ich ausgeschnitten aus der Pokito, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie diese Zeitung hieß aus dem. Von RTL 2. Jedenfalls, das war so ein kleines Digimon. Das war die Vorstufe von Patamon. Das war. Oder war das die Vorstufe von Gatomon? Dieser Hund, das war die Vorstufe von Patamon, oder? Das war so ein kleiner Hund, den habe ich ausgeschnitten, auf Pappe geklebt. Und dann noch so einen kleinen. Hab unten halt noch so ein bisschen was von der Pappe abgeklebt, da habe ich so eine kleine Figur gehabt. Und dann habe ich halt aus Pappe so ein kleines Bettchen gebastelt, so ein bisschen Flausch, wie heißt das, Watte so reingelegt und noch ein Tischchen. Und dann habe ich so richtig auch, weiß nicht, so Fenster dann so eingebaut mit Gardinchen. Also total viele Details mit eingebaut und hatte dann so mein kleines, ja, Puppenhäuschen, ja. Sowas habe ich mir gerne selber gemacht und das fand ich total geil. Das fand ich richtig geil. Damit hatte ich echt viel Spaß. dann meine Lieblingsserie. Thundercats. Oh mein Gott, die Thundercats waren ja immer hammergeil, ne? Fand ich super hammer. Also mit Leo und seinem Schwert da und Minikit und Minikat und Schnuff. Der auch total toll. Also die habe ich echt richtig geliebt. Aber ob das meine Lieblingsserie war? Oh Gott, also die habe ich auf jeden Fall sehr gesucht. Ich habe auch die Power Rangers. Die Power Rangers, das fand ich so hammergeil, ey. Also generell so Action-Serien. Also gucke ich immer noch total gerne. Aber ja, also daran kann ich mich auch noch erinnern, dass ich die so als erstes geguckt habe, die Power Rangers. Ich weiß noch, wir sind umgezogen, da war ich 4, aber ich habe noch Erinnerungen an die alte Wohnung, wo ich da noch, ja, da habe ich noch die Power Rangers gesehen, wo ich glaube, die hatten auch nur am Anfang, nee, ich glaube, mittlerweile haben die bestimmt wieder einen pinken Ranger, aber lange Zeit hatten die, glaube ich, keinen pinken. Aber die fand ich schon sehr geil, ja. Ansonsten, klar, auch sowas wie Sailor Moon habe ich total geliebt. Was ich sonst noch sehr geliebt habe, war, fällt mir gerade ein, Superman. Wie hieß es? Die Abenteuer von Lois und Clark, die fand ich auch total geil. Aber Superman ist ja sowieso mein. Ach, da kommen wir schon zum Lieblingsfilm. Danach, ja, Superman. Also war ja echt so mein absoluter Hero. Und ich habe halt eben auch seine Filme in der Kindheit total geliebt. Und die Jackie Chan-Filme. Also jetzt nicht diese neuen, so wie The Tuxedo oder Das Medaillon, die mag ich irgendwie nicht. Aber halt so die richtigen Klassiker von ihm. Und zwar ich glaube, die sind aus den 80ern. Da gibt es einmal diese. Also im Deutschen ist es die Powerman-Reihe. Aber im Original haben die, glaube ich, alle einen anderen Titel. Ich glaube, zum Beispiel Power Man 3 hieß irgendwie Heart of the Dragon. Dann gab es Tokyo Power Man und dann gab es halt noch zwei weitere. Genau, das erste war Meals on Wheels oder so. Geil. Wo er irgendwie mit seinem Kumpel im Film so ein, was war das, so ein Imbiss in so einem kleinen Wagen hatte und die fand ich halt eben richtig geil. Das habe ich halt eben auch total geliebt, dass Jackie Chan halt, den Kampfsport in sowas Humoristisches irgendwie mit reinbringen konnte und das habe ich immer so gefeiert. Also das lief ja damals dann auch immer so, ich weiß nicht, immer so gegen 22 Uhr auf Kabel 1 und war halt eben jünger und sollte ja eigentlich nicht so lange wach bleiben, habe dann immer extra vor auch Mittagsschlaf gemacht, damit ich die gucken durfte, weil die waren echt cool, die Filme. Die gucke ich auch heute noch total gerne. Ich weiß, ich finde die irgendwie, oder City Hunter, ich weiß gar nicht, ob, ja, ich glaube, der war schon aus den 90ern. Aber die fand ich einfach so viel besser als die neuen Jackie Chan-Filme. Also gut, Rush Hour ist okay. Die ersten beiden, den dritten fand ich voll scheiße. Aber ansonsten. Wobei, er hat noch einen neuen Film rausgebracht. Ich weiß, ich laber wieder viel zu viel. Er hat noch einen neuen rausgebracht. Wie hieß der? Stadt der Gewalt. Shinjuku Incident oder so. Oh mein Gott. Der ist kein bisschen lustig. Also das ist voll der ernste Film. Aber er hat so gut gespielt. Und ich habe am Ende so geheult. Also echt Hammerfilm, falls euch das interessieren sollte. Ansonsten noch weitere Lieblingsfilme in meiner Kindheit. Die Disney-Filme natürlich. Also welchen ich total toll fand, war. Viele. Lasst mich überlegen. Der Glöckner von Notre Dame fand ich echt gut. Den fand ich echt verdammt gut. Und zwar nicht nur, weil ich irgendwie so die Geschichte, also so von wegen, oh mein Gott, jetzt kann dann Esmeralda nachher mit ihrem Kerl irgendwie zusammen sein. Nee, sondern ich fand tatsächlich auch das, was dahinter abging, irgendwie total krass. Also, dass halt irgendwie der Glöckner da irgendwie
aufgrund seines Aussehens einfach da weggesperrt worden ist und wie dann aber nachher dann das Schicksal dann total seinen Umschwung genommen hatte und auch die Sache wie, wie hieß denn der? Frodo? Hieß nicht Frodo, oder? Der Priester, whatever, keine Ahnung. Wie er halt eben auch sich den Zigeunern gegenüber verhalten hatte, dass der die ja alle umbringen wollte und ganz Paris sollte ja brennen. Und ich dachte mir so als kleines Kind, hä, warum? Ich meine, so von wegen, ja, wie unmenschlich kann man sein? Das hat mich so derbe geflasht und den Film fand ich halt echt total klasse auch. Die Lieder in dem Film haben mich echt sehr beeindruckt. Da gab es ein Lied, wo er auch, wo Quasimodo gesungen hatte, oh, wie hieß es? Ich weiß es nicht, aber da singt er halt eben davon, wie es wohl wäre, für einen Tag so zu sein wie die anderen Menschen, weil er ja nie irgendwie mal durch die Stadt gehen konnte. Und es berührt mich heute immer noch, also echt. Also das fand ich echt wow. Den fand ich wirklich sehr, sehr klasse. Aber ansonsten gab es da noch einen, den ich irgendwie. Ich mochte Dornröschen vom Zeichenstil her sehr. Fand ich echt total schön. Also jetzt, ne, die Disney-Klassiker. Ansonsten. Ja, ich glaube, das waren sie so in etwa. Lieblingsrituale. In meiner Kindheit hatte ich irgendwelche Rituale. Hä, hey, ohne Scheiß, ich hatte keine Lieblingsrituale. Was für Rituale? Nee. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das einzige Ritual, was es in meiner Kindheit gab, war für die Zeit, wo ich noch an Gott glaubte, dass ich vorm Schlafengehen halt irgendwie noch gebetet habe. Aber ansonsten. Nö. Und selbst das habe ich immer voll gehasst. Immer wenn ich dann im Bett lag, hatte ich keinen Bock zu beten. Ich wollte dann schlafen. Von daher, nee, da war nichts. Und die letzte Frage, eine prägnante Erinnerung. Boah, da könnte ich im Prinzip von meiner ganzen Kindheit erzählen, weil das irgendwie alles noch irgendwie, weil vieles noch sehr präsent ist, so ist nicht, weil ich mir echt einfach jeden Scheiß merke. Was irgendwie wahrscheinlich total widersprüchlich wirken muss, weil ich immer, sobald ich irgendwie Let's Playe, irgendwie alles sofort immer vergesse, ne? Was war sehr prägnant für mich? Lasst mich kurz überlegen. Also ich sag mal so, eins, was sich halt eben bis heute sehr geprägt hat, war mein Unfall in der dritten Klasse. Das wissen, glaube ich, ja, das wissen irgendwie auch voll viele, irgendwie glaube ich gar nicht. Und zwar habe ich mir meine Schneidezähne mal ausgeschlagen. Wir hatten eigentlich so. Das war im Februar, da hatten wir genauso ein Wetter, wie wir jetzt haben. Total wunderschön und kein bisschen glatt draußen. Und ja, habe ich dann halt eben voll mit der Fresse auf den Stein gepackt und habe mir halt meine Schneidezähne ausgeschlagen. Und das war nicht sonderlich schön und habe da, ich sag mal so, seitdem ist halt mein Zahnarzt mein zweites Zuhause, nenne ich es mal. Und ja, das waren die 7 Fragen zum Kindheitstag. Ja, wen tagge ich denn? Wer hätte Bock drauf? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wen könnte ich denn taggen? Ich werde wieder die Esse Plus 88 taggen. Ich werde die Mrs. Nom Nom HD mal taggen. Ich werde die Kitty. Oh Gott, Kitty Sack, Sack, Sack taggen. Taggen hat Pupuchu. wen werde ich noch taggen? Es wird gerade voll hell. Ich wundere mich schon gerade so, boah, warum wird das so warm? Ja, die tagge ich halt, die ich eben genannt habe. Und alle weiteren, die ich noch tagge, nenne ich in der Videobeschreibung. Ach, wisst ihr, aber unterm Strich können eigentlich wieder gerne alle mitmachen. Ich finde das immer so unfair, wenn man irgendwie nur sagt, okay, also ich tagge nur dich, dich und dich. Und alle anderen will ich nicht dabei haben. Da komme ich mir vor wie im Kindergarten. Apropos Kindergarten, prägnantes Ereignis. Für mich war. Oh Gott, nein, das werde ich euch nicht erzählen. Boah, dann denkt ihr voll Schlechtes über mich, aber oh mein Gott, ich konnte so eine Bitch sein. Ich konnte so eine Bitch sein. Aber hey, was soll's? Der eine aus dem. Das war einfach nicht mal im Kindergarten, das war in der Grundschule. Boah, der tat mir echt leid. Der tat mir in dem Moment echt leid. Naja. Gut, also das war's von mir. Was haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag. Creepypasta kommt gewiss am Sonntag. Ich werde mich ranhalten. Ich werde. Nein, wisst ihr was? Ich werde gar nicht mehr sagen, dass ich versuche, dass ich, weiß ich nicht, irgendwie so jede Woche ein Video bringe oder irgendwie sowas. Ich krieg's ja eh nicht auf die Reihe. Das war's von mir mit meinem Kindheitstag. Ihr wisst jetzt wieder ein bisschen mehr über mich. Und ich freue mich über eure Videoantworten.
wie gesagt, kann jeder mitmachen, der mitmachen möchte. Also bis zum nächsten Mal.